Okay, Link. Okay, du schaffst das. Du schaffst das. Über die Lampe. Willkommen zurück zu Legend of Zelda. The Minish Cap. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wir sind im zweiten Dungeon und, ja. Können hier ein paar Viecher mit uns mitnehmen. Kann man die vielleicht... Ah, warte mal. Boah. Kann ich die vielleicht da reinwerfen? Ja, da kriegen wir einen großen grünen Rubin. Okay, habe ich auch noch nie gesehen. 50 Rubin ist er wert. Wahnsinn. Alright. Ah, wir können doch einfach. Ah, wir können einfach punchen. Bam. Na gut, das macht's auch einfach. Alright. Kann ich das auch hier wegpunchen? Ich kann das wegpunchen, das Feuer. Oh, ich krieg sogar Herzen davon. Warum mache ich das nicht vorher? Ja, gute Frage auf jeden Fall. Gute Frage. Nächste Frage. Warte mal. Bruder. Komm nur mal mit. Ha! Weil ich will was austesten. Ich kann hochklettern. Okay. Mit dem Ding in der Hand. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat, aber man kann es auf jeden Fall machen. Ja. Das kann ich nicht verschieben. Geht nicht. Nö. Kann ich da rein? Kann ich das wegbomben? Oh, wir haben schon einiges. Schaut mal hier. Ja, doch, wir haben schon einiges. Vielleicht werden wir heute mit dem Dungeon durch. Das wäre cool. Wenn nicht, dann zeigt das nur, wie groß der Dungeon ist. Oh Gott, du willst jetzt, dass ich über die Lava fliege? Na gut. Okay, wo muss ich lang? Oh, hier sind Felsen. Das sieht nicht so aus, als wären die über mir, aber sie sind über mir, die Felsen. Okay. Na gut. Ah, das war knapp. Komm schon, erst noch, du kriegst das hin. Ja, let's go. Warte mal. Wie soll ich denn da rankommen? Okay, das ist cool. Kann ich den wegschieben? Kann ich den nach oben schieben? Aha. Okay, wie komme ich da ran, ist die Frage. Ich merke mir das. Ich glaube, jetzt kann ich da noch nicht dran, oder? Oh, das ist doof. Das ist tatsächlich ziemlich doof. Ja. Was mache ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich bin wieder hier. Okay. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier vorhabe. Ich meine, ich kann jetzt hier kleiner werden und dann wieder den ganzen Weg zurückrennen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist. Ich versuche es einfach mal, schätze ich. Was Besseres habe ich jetzt leider nicht vor. Genau, das Herz, da kann ich mir noch nicht... holen. Hier kann ich noch nichts machen. Hier war auch noch nichts, ne? Nee, da kann man auch nicht durch. Vielleicht soll ich mich auch nicht klein machen. Ja, was soll ich denn sonst lang? Ich habe schon das Gefühl, dass ich hier irgendwas verpasst habe. Wenn ich ehrlich bin. Irgendwas muss doch falsch sein. So. Ich muss davon hier runterspringen, ne? Ja. Ich schau mir mal ein bisschen um. Warum auch immer sind die jetzt hier wieder alle resettet. Naja, was soll's. Hä? Und warum ist das wieder so? Hm? Aha, ich kann das verschieben. Ah! Und das muss dann da rein, richtig, Käfer? Plomp. Yay, ein Schlüssel! Jetzt weiß ich, wie wir weiterkommen. Nee, das war eine Lüge. Ich weiß auch nicht, wie wir weiterkommen. Aber wir werden jetzt bestimmt weiterkommen können. Mit dem Schlüssel, denn bestimmt gab es hier irgendwo einen Ort, wo wir den gebrauchen können. Habe ich recht? Irgendwo? Ah! Boah, ist so schnell! Ah! Ja, hier sind wir richtig. Was zum... Ich kann hier rauflatschen, okay. Es sieht aus, als würde alles in der Luft schweben, aber scheinbar ist hier stabiler Boden. Okay, cool, ja. Nehme ich an. Ah, mit dem Schwert drüber schlagen, nicht greifen. Nein, 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 nein. Natürlich nicht. Okay. Nächste Runde mit dem Minecart. Ah! Ah, mein Herzteil! Verdammt, ich muss das Herzteil. Ich muss da rankommen. Ah. Ja, dann komme ich da halt gleich erst dran oder so. Besiege ich euch denn nochmal? Bombe, ne? Ja, ist auch egal. Ich ignoriere euch einfach. Bis dann. Ciao. Das war eine ziemlich gute Rettung. War nicht geplant. Können wir machen.
Kann ich das schieben? Nee. Achso, das ist ein umgedrehtes Minecart. Jetzt erkenne ich es erst. Aua. Kann ich hier stehen? Ja, ich kann hier stehen, aber nicht lange. Weil hier blöde Viecher sind, die mich hier unten sehen wollen. Oh, arme Rubin. Platsch! Oh, sorry. Platsch! Haha! Bam, bam! Okay. Das ist wieder so eine Kiste. Warte mal, war unten noch ein Weg? Hier unten? Nee, hier ist kein Weg. Doch, hier ist ein Weg! Hier ist ein Weg! Hahaha, habe ich gerade noch gesehen. Ich habe mir schon gedacht, wie musst du doch an das Herz herankommen können? Wahrscheinlich durch diese Bombe, oder? So ist es! Okay, ein weiteres noch und wir kriegen einen neuen Container. Darüber würde ich mich doch freuen. Ups. So. So, wo geht's jetzt weiter? Oh Gott, wenn ich glaube, runterspringen, kommen wahrscheinlich Gegner, oder? Das sieht so verdächtig aus. Lass mal sehen. Hab ich's mir doch gedacht. Oh Gott, ganz viele von den Stachelviechern. Oh, verdammt. Nein, oh, au. Oh Gott, das hat nicht geklappt. Okay, jetzt. Oh, abgestochen. Ah, das funktioniert nicht. Ah, ich kann sie aufladen. Ich brauche so ewig lang, das auszuladen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das funktioniert nicht. Bomben! Ah, ich spreng alle in die Luft. Bam. Ich habe niemanden erwischt. Ich versuch's einfach nochmal. Bomben. Ja, ja, hat funktioniert. Ich habe ein paar von denen erwischt. Ja. Oh, das war richtig gut jetzt. Aua, aua, aua. Yes. Ding, 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 ding. Das war nice. Und wir kriegen dafür ein neues Item. Einen Wirbelstab. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Hm? Das ist aber ein komplett neues Item. Was geht das denn? Das ist so ein alter Stock. Wow, ich kann zaubern. Oh mein Gott, ich kann zaubern. Wie komme ich da rüber? Ah, das meinte er mit Sachen umdrehen. Okay. Und das hier? Hey, Knirps! Mit einem Wirbelstab kennen wir uns! Vielleicht in die Höhe katapultieren! Man müsste nur die Energie, die aus der Spitze kommt, irgendwo einfangen können. Okay, also ich kann das sonst wahrscheinlich hier reinkriegen, oder? Oder so? Wow, was zum... Ich kann Superjumps mit dem Ding machen! Ah. Was macht das hier? Oh, will ich das berühren? Ich glaube nicht. Okay, wir brauchen sowieso noch einen Schlüssel, also gucken wir uns mal ein wenig um. Hilft das? Nee. Okay, aber machen wir mal ein bisschen Backtracking. Bestimmt können wir jetzt mit dem coolen neuen Wirbelstab irgendwo weiterkommen. Habe ich recht? Versuchen wir es mal. Bonk. Guck mal. Haben wir hier oben noch irgendwas mit einem Loch oder irgendwie ähnlichem? Hier unten? Ah, müssen wir dafür hoch? Ich glaube, oben sind wir komplett durch, oder nicht? Ja, doch, ich glaube, oben sind wir durch. Wir müssen irgendwie runterkommen. Komm mal runter. Wir haben eine Kiste für übersehen. Oben in der Ecke. Nee, ich glaube, wir sollen hier nicht mehr lang. Ich glaube, das war schon richtig. Okay, Moment. Ich gehe nochmal zurück und schau mal, was ich so finden kann. Also, let's go! Ach so, wir können doch Sachen umdrehen. Dann drehen wir doch einfach das Minecart um und können nun. Ja, hier rüber! Ja, wie das hier funktioniert, weiß ich mittlerweile. Das muss in das Loch. Der Schlüssel! Wunderbar! Lass mich bitte wieder zurück! Okay. Ich glaube hier lang, oder? Ja, genau, hier ist eine Abkürzung. Die können wir verlangen. Boing! Und weiter geht's nach unten! Ich gucke nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bisher alles haben. Also, wir sollten alles haben jetzt.
Die machen ja einen Rhythmus hier. Ding, ding. Aha. Interessant. Verwandeln wir uns mal hier in einen ganz, ganz kleinen, aber feinen Link. So, Grund, dass es hier keine Animation. Das wollte ich nicht. Musst du aufpassen, wo du es drückst. Ja, komm. Okay. Oh, warte mal. Nee. Ah, das ist doof. Okay, das kann ich nicht drehen. Weil ein mini kleiner Link kann nicht über die Schienen. Das ist ihm zu krass. Ja, yeah, let's go. Hä? Was ist das denn hier für ein Ding? Hallo? Bist du irgendwas? Hallo? Keine Ahnung. Ich kann damit nicht interagieren. Warte, kann ich das umdrehen, wenn ich nicht klein bin? Nee, ich kann meinen Stab gar nicht benutzen, während ich klein bin. Wahrscheinlich, weil es nichts bringt. Aber irgendwie, die Dinger machen gar nichts. Oder machen sie gleich etwas? Wenn ich wieder größer geworden bin? Jip. Was sagst du denn dazu? Was ist klar? Es hat keine Zeit zu verdrängeln. Lass ein Element suchen. Ich habe keinen Bock, ey. Oh Gott. Ich habe auch keinen Bock mehr, aber... Oh Gott, die Dinger, die... bewegen sich, wenn man groß ist. Ah. Aber nur geradeaus. Okay, gut. Und jetzt... Boing. Und nun... Boing. Okay. Da hinten ist ein Schalter. Wahrscheinlich muss ich euch alle in ein Loch bringen. Aua. Was soll denn das? Seid so undankbar, Mann. Yay. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Und jetzt? Muss ich den Raum resetten. Nur mal raus und rein. Ah! Zumindest geht es ja schnell, weil die Lore ist wirklich super schnell. Das ist mein Gott. Okay, ich versuche mich zu beeilen. Okay, komm her, komm her. Boah, die wackeln aber auch so schnell wieder, ne? Wachen so schnell wieder auf. Lassen die auch einen gar keine Zeit. Manche sind da in einer anderen Position eingesperrt als andere. Auch lustig. So! Hallo? Hä? Komm schon da ran? Ah, ich kann's rausziehen! Ja gut. Wenn die Käfer das aushalten? Link aber nicht mehr. Ah, da, deshalb ist da oben das Loch. Zack, zack. Badabam, badabam. Okay. Aber, wenn ich nochmal raus und rein gehe. Müsste das so geblieben sein, genau. Haha. Leute, ich zeig euch mal was Lustiges. Schaut mal. Ja, Moment. Wie ging das? Wie ging das nochmal? Irgendwie so? Schau mal, ist das richtig? Ja. Oh mein Gott, jetzt fliegen sie. Oh mein Gott. Ja, Leute, ja. Geiler Glitch, jetzt fliegen die Gegner. Es bringt rein gar nichts, aber ist lustig. Ist lustig. Hier, bitteschön. Ich hoffe, ich konnte euren Tag verbessern. Okay. Ja, ich muss doch von der Mitte drücken. Nein. Umdrehen! Umdrehen, sagte ich! Ich kann es einfach spammen, das Ding, ne? Wie komm ich denn da ran? Wir führen nicht von hier. Wir kriegen trotzdem ein Glücksfragment. Das ist ganz nett. Ah, warte mal, von hier, oder? Joing! Yeah, noch eins. Haben wir nicht schon voll viele von denen? Warte mal, wir haben doch... Schau mal, wie viele wir haben. Ich hoffe, die können wir mal nach dem Dungeon irgendwo abgeben oder so. Das wäre auf jeden Fall sehr nützlich. Okay, warte, wo muss ich lang? Ich muss nach rechts. Hier lang, ne? Ja, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Oh Gott, schaut euch das mal an. Nein, 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 du nicht. Der andere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt, falsch. Egal. Okay. Und ist auch noch ein Weg. Okay, komm, gehen wir erstmal unten lang. Schnell. Du auch. Schnell.
Boah, wie schnell die auch wieder. Aua! Stacheln hab ich noch erwischt. Wieder umkippen. Was zum. Ja, toll, das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, dann holen wir mal die Vasen hier weg. Und dann versuchen wir es erneut. Komm. Okay, ich glaube, die Zeit ist immer gleich. Wie lange die brauchen, damit sie kaputt gehen. Ich glaube, da kann ich nichts verändern dran. Komm. Warm. Ich muss warten. Ein bisschen warten, leider. Ein bisschen geduldig sein. Komm, 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 komm. Okay. Ledermäuse, ich mag euch nicht. So, ja, hier durch. Plopp. Und dann. Ich meine, ich kann jetzt in zwei Richtungen. Ich kann nach links, ich kann nach rechts. Ich gehe jetzt mal nach rechts, weil das ist eine Kiste und ein einzelner Raum. Hier. Aua. Eingelagment. Okay, das war's. Mehr krieg ich hier nicht. Aua. Naja, immerhin etwas. Ich bin dankbar. Okay. Moin. Ich finde den Shop cool. Das ist eine coole Idee. Kann ich da reinspringen? Na, nee, geht nicht. Ah, warte mal. Von hier aus. Ja, von hier aus kann ich da rüber. Dann kann ich fliegen. Ah, dann kann ich da hochfliegen. Aber die Fledermäuse sind da. Nicht in das Feuer fliegen. Das sah gerade ein bisschen so aus, wie Link mit seinen nackten Füßen. Weil schau mal, wenn ich so gehe, hat er nackte Füße. Dann würde er das so reinlatschen langsam. Oh nein. Link, muss aufpassen. Muss seine Socken richtig anziehen. Oder Schuhe, oder hast du überhaupt Schuhe an? Na, wie auch immer. Kann ich hier lang? Ja, kann ich. Okay, Spiel hat's erkannt. Schön. Oh Gott, oh Gott. Wieder über die Lava. Ich gehe mal davon aus nach unten, oder? Ja. Ich brauch schnell die nächste Container hier. Okay, okay. Jetzt weiter nach unten. Nein. Nein, hier ist nichts. Zurück. Zurück. Mayday. 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 Verdammt. Okay. Ich weiß halt wirklich nicht, wo lang. Die Karte hilft nicht allzu doll. Ja, drei Kisten. Toll. Ich weiß nur, ich könnte hier halt landen. Lass mal. Vielleicht soll ich ja hier landen, das kann ja sein. So. Buin. Ja. Dann kann ich auf jeden Fall fliegen. Aber Moment mal. Ah, jetzt bin ich hier stuck, ne? Ah, das ist doof. Okay. Ich hätte sonst gesagt, wie komme ich denn an die andere Kiste ran? Vielleicht habe ich sie jetzt verpasst, weil ich da schon lang gegangen bin. Oh, das ist blöd. Naja, muss ich halt gleich nochmal vorbeischauen, jetzt schätze ich. Na egal. Gucken wir erstmal, wie wir hier über die Lava fliegen. Na, warte mal, warte mal. Ich kann mir eine kostenlose Kiste abholen mit wahrscheinlich einem Fragmenten drin. Habe ich recht? Yep. Okay, also mit denen, glaube ich, schaltet man einfach nur neue Orte auf der Overworld frei. Weiß nicht, ob krasse Orte oder was Kleines. Kann ich euch nicht genau sagen. Oh, hier krieg ich hoch. Den großen Schlüssel! Mit dem Auge drin. Okay. Damit fehlt uns noch der. Die Kiste unten. Ah, komm schon. Warum ist das dann wieder da? Das ist doch nervig. Wer stellt das da wieder hin? Wer von euch war das? Ich wette, das war die Fledermaus. Sag's euch, Leute, Fledermaus hat das da wieder hingestellt, nur mich zu ärgern. Komm schon, schneller. Aua, ich brauch das Herz. Okay. Mhm. Ja, ich gehe nochmal den ganzen Weg zurück, weil ich möchte noch mal die Kiste holen. Bis gleich. Ich habe übrigens erst jetzt erkannt, dass das hinten seine Schuhsohlen sein sollen. Also die untere Seite vom Schuh. Okay. Ich glaube, ich kann einfach hier lang, oder? Ja, einfach da reinfliegen. Das war's. Ist nicht so schwer. Okay. Großen blauen Rubin, 100 Rubine, juhu, ich bin reich. 256, mehr geht nicht. Danke, ich weiß nicht, ob es mehr noch geht, aber okay, dann fliege ich kurz den ganzen langen Weg hier wieder zurück und dann können wir eigentlich auch schon direkt den Boss machen. Theoretisch ja. Praktisch? Mal schauen. Okay, erst umdrehen, dann erst kurz vor Ende draufsteigen
Und falsches Timing haben, scheinbar. Cool. Weiß jetzt nicht, wo das meine Schuld jetzt war, aber okay, Spiel. Ich meine, ich konnte ja nichts für, dass das Timing hier schlecht war. Ich musste doch warten. Hä? Ja, ich habe einfach übelst Pech. Wie soll ich da so schnell hinkommen? Oder soll ich einen anderen Weg? Nee, ich kann ja nicht mal anders lang. Vielleicht muss ich ja einfach nur hier einfach rüberfliegen? Also es funktioniert auf jeden Fall, aber keine Ahnung. Aua. Keine Ahnung, wie ich das von dort hinten aus hätte machen sollen. Oder hätte ich da einfach... Nee. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Das ist sehr verwirrend. Oh, ich muss da sogar lang. Okay, Moment, das kriegen wir hin. Aua. Ganz toll. Schon nochmal Schaden genommen, ohne dass ich es musste. Okay, nehme ich mit. Was muss ich jetzt machen? Ah, das ist nur ein Teleport, okay. Na komm, ich will so was. Keine Ahnung, wie lang die Folge hier wird. Hoffentlich nicht zu lang, ansonsten, ja, keine Ahnung. Aber die letzten Folgen waren ja auch ein bisschen kürzer, also. War eine längere Folge. Wollt den Boss noch sehen? Da habe ich nicht recht. Also, ich will ihn zumindest noch sehen. Hallo? Ist hier der Boss? Muss ich da runterspringen? Boss? Ich glaube, oben waren noch ein paar Heilmöglichkeiten. Hätte ich nutzen müssen. Ein silberner Drache? Bam! Aua! Ey! Was zum... Wie besiege ich ihn? Wie besiege ich ihn? Vielleicht muss ich mich schnell hinter ihm verstecken oder so? Aua! Verdammt! Ich weiß nicht. Wie besiege ich ihn? Ja! Abschießen! Und jetzt komm her, Mann! Achso! Komm her, Mann! Der Edelstein in ihm drin. Oh. Schadet ihm. Das ist wie so sein Herz oder sowas. Okay. Ja gut, bei dem Sprite habe ich irgendwie was anderes interpretiert vorhin, als wäre das irgendwie... Keine Ahnung, so eine Krallen, die er hinten so festhält an seinem Rücken. Keine Ahnung. Kann ich nicht so erklären jetzt in Eile, aber irgendwie sowas habe ich vorhin gesehen. Bam! Was ist denn? Interessante Boss-Idee. Und jetzt weg. Oder nochmal. Oder schlecht. Verdammt. Wusste ich jetzt nicht. Okay, nochmal ein Herz. Hallo? Oh, ein Herz. Gott. Danke. Danke, Spiel. Aua. Mein Herz hat sich nicht gelohnt. Die Lava steigt! Was muss ich machen? Okay, einfach nur abwarten. Okay, ich dachte schon. Und jetzt? Oh, jetzt setzt der Flammenwurf ein. Bam, getroffen. Geht mal schön hin. Jetzt stirb, Mann! Stirb! Stirbt er? Er lebt immer noch. Hallo, es ist ein Nintendo-Spiel. Wie er ist nach drei Schlägen und nicht nach drei Anmalen noch nicht tot, ey. Was soll denn das? Hilfe! Mit Flammen ruf mich ein. Das gefällt mir nicht. Nein, hör auf, das zu bodyblocken. Bam. Fahrgestirb! Oh, er ist tot. Oder? Ja, er ist tot. Nee? Oh Gott, die Lava steigt wieder. Aua, Lava steigt wieder. Ich glaube, er lebt noch. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn er gestorben wäre, dann hätte er rumgeschrien. Ah, weil er so ein Drache ist. Schreien noch rum, wenn die sterben. Oder? Er lebt noch. Jetzt setzt er mal wieder seinen Flammenwurf ein. Okay, so doch. Bam! Jetzt aber! Keine Gnade! Keine Gnade! Weißt du was? Oh, ich kann die Bombe noch einsetzen. Zu spät! Er ist schon down! Oh, cooles Boss-Design. Und die Idee war auch ganz cool, aber ein bisschen zu easy. Weil man sich vor allem die ganze Zeit hier gegenhalten kann. Aber okay. Lava ist weg. Und wir erhalten... die nächste Essence. Flammenelement erhalten. Das Flammenelement enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Nice. Let's go.
Stimmt, die hat Attacke kaum benutzt, aber die ist auch dauert so lang zum Aufladen. Ich krieg doch nie, komm da nicht dazu. Kriegt doch einen Herzcontainer. Wunderbar, jetzt haben wir 6 Herzen und damit sind wir für heute durch, Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in The Legend of Zelda The Minish Cap.